Mein Name ist Jessica Zuber, ich bin 26 Jahre alt und habe jetzt von Polik eine Siebrechtsorthese, da ich einen Reitunfall hatte mit einer inkompletten Querschnittslähmung als Folge und der Unfall war 2014 im September. Ich bin ein Pferd geritten in Berlin, was ich austesten sollte, zum zweiten Mal schon. Und der ist sehr stark, sehr schnell durch die Halle gerannt. Ungefähr 10 Minuten sind wir da im Renngalopp durch die Halle gefetzt und dann irgendwann hatte ich keine Kraft mehr und dann bin ich quasi durch seine Vollbremsung hinten an die Bande geknallt mit dem Kopf und dann ist mein Kopf hinten abgeknickt und dadurch kam der Genickbruch zustande. Alle haben gesagt, ich kann mir das eigentlich abschminken, dass ich überhaupt wieder irgendwas kann. Ich werde ein Pflegefall und kann auch überhaupt nicht mehr laufen. Ich werde nie mehr irgendwas bewegen können. Alle Prognosen habe ich komplett über den Haufen geworfen und ich habe mich nie auch so beirren lassen, denn meiner Meinung nach zählt, dass man immer an sich selbst glaubt. Gerade bei diesem Krankheitsbild, Unfall, spielt auch der Kopf eine wichtige Rolle. Also wenn man immer dranbleibt, dann geht es immer weiter. Und deshalb bin ich ja jetzt auch hier und habe die tolle Orthese, um wieder laufen zu können. Durch meinen sechsten Halswirbel, der gebrochen ist, der ziemlich weit oben sitzt, ist halt auch meine Lähmungshöhe ziemlich weit hoch. Und von Anfang an konnte ich eigentlich erstmal gar nichts bewegen, weder meine Arme noch irgendwas. Die Orthese hat ein elektronisches Kniegelenk, das mir quasi beim Laufen erleichtert, dass es erkennt, wenn ich strecken möchte, wenn ich mich hinsetzen möchte und dann dementsprechend reagiert. Durch das Seabrace habe ich jetzt einfach die Möglichkeit, aufzustehen. Ich habe natürlich auch dadurch viel mehr Bewegung in meinem Körper an sich durch das Laufen, was auch für die Gelenke, für die Wirbelsäule und so weiter total angenehm und total gut ist. Das ist auch so ein bisschen Präventionsmaßnahme für später, damit das alles richtig durchbewegt wird und man fühlt sich einfach extrem viel freier. Man hat viel mehr Möglichkeiten. Es hat so viel Funktionen. Fahrradfahren, soweit bin ich noch nicht, aber theoretisch würde das gehen. Und ich freue mich schon auf alles, was noch kommt. Ich habe eigentlich zwei Rollstühle. Den einen habe ich schon ausgesondert, weil der mittlerweile einfach nicht mehr passt. Und der andere, der fliegt dann in 5 Jahren auch auf den Schrott. Ich bin sehr froh, dass ich mich auf die Prognosen gehört habe und weitergekämpft habe. Also könnte ich jetzt nicht wieder mit der Orthese laufen.